Synodenkirchentagen weiß der Kuckuck was. Es ist noch immer gegangen um die Kohle. Es ist nie gegangen um Bekehrung. Nie. Zuhauf haben wir Amtsträger in unseren verfassten Kirchen, die nicht bekehrt sind. Und die machen all den Schwachsinn zum Teil, der gemacht wird. Und wenn ich sage Schwachsinn, meine ich das genau so. Schwachsinn und gotteslästerliche Dinge. Propagieren Allah als denselben Gott wie unseren Gott. Stellen den Kreuzestod Jesu Christi in Frage. Das ist alles Folge davon, dass Menschen eben nicht bekehrt sind. Das ist das Grundübel. Darauf kommt es an. Das ist das Allerwichtigste. Christsein ohne Bekehrung ist wie ein Wettrennen ohne Startschuss. Du rennst zwar, aber es zählt nicht. Also Joachim Gochlowius hat das ja eben ganz kurz angerissen, seine Bekehrung. Der war am Ende seines Studiums, da hat ihm kein Mensch, kein Professor, kein Assistent, kein Doktor gesagt, worauf es eigentlich ankommt. Und wenn der nicht bei Billy Graham gewesen wäre und Gott ihm anderweitig Gnade geschenkt hätte, der wäre dann wie viele andere tausenden Pastoren leider ohne Bekehrung ins Pfarramt gekommen. Das wäre eine Katastrophe geworden. Dann hätte der getraut, beerdigt, getauft, den ganzen Krempel gemacht, den Ökoradikalismus vielleicht betrieben, wie er derzeit bei uns in der EKD gemacht wird, aber hätte keine Menschen zum lebendigen Glauben geführt. Der ganze religiöse Zirkus, ich sage das so ein bisschen scharf, ohne Bekehrung, und dazu wird eben dann alles, was wir tun im Reich Gottes zum religiösen Zirkus, bringt nichts, wenn wir nicht bekehrt sind, nicht bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber das ist ja das Dilemma, in dem wir in Deutschland leben. Wir haben das eben gehört, an den Universitäten, auch an vielen kirchlichen Hochschulen ist das überhaupt gar kein Thema mehr, Bekehrung. Und dann hast du nicht bekehrte Amtsträger und dann wird in den Gemeinden auch nichts mehr davon gesagt. Habt ihr schon jemals in den letzten 20 Jahren einen EKD-Ratsvorsitzenden oder einen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz oder irgendeinen Bischof gehört, der gesagt hätte, knallhart, ihr müsst euch bekehren. Deutschland, ihr müsst euch bekehren, sonst seid ihr verloren für Zeit und Ewigkeit. Das ist genau der Punkt, das gibt es nicht. Wir erleben heute, dass die Kirchenverantwortlichen uns sagen, mit dem Evangelium dürfen wir zu vielen Bevölkerungsgruppen gar nicht mehr hingehen. Erst waren es die Juden, denen wir das nicht mehr zu sagen hatten, weil da ja auch ein zweiter Heilsweg aufgemacht wurde. Jetzt, ja, die Muslime dürfen wir nicht mehr bekehren. Die haben ja auch einen Gott. Und viele Pfarrer sagen sowieso, ist ja sowieso egal, es gibt gar keinen Gott mehr. Man hat Gott aufgelöst in der Immanenz, in der Liebe. Gott ist nur noch vernünftiges Handeln zwischeneinander. So sieht die deutsche Theologie aus. Aber das stimmt nicht. Gott ist anders. Er ruft zur Bekehrung auf. Und das ist die Aufgabe von Kirche und Gemeinde und auch jedem Werk, dass sie neben all den anderen Diensten, die will ich jetzt nicht in Abrede stellen, dass hinterher wieder gesagt wird, der Latzl hat gesagt, wir brauchen keine Diakonie mehr, wir brauchen auch kein Kümmern um die Finanzwesen. Aber wisst ihr, wenn wir das Wesentliche vernachlässigen, dann ist das andere nichts mehr wert. Ich bin jetzt, wie gesagt, über 20 Jahre Pfarrer, war auf so vielen Dutzenden Synoden, Kirchentagen, weiß der Kuckuck was. Es ist noch immer gegangen um die Kohle. Es ist nie gegangen um Bekehrung. Nie. Also ich bin sehr dafür, dass eine Kirche, dass eine Gemeinde, dass eine Gemeinschaft, ein Werk saubere Finanzen schreibt. Gar kein Thema. Das ist wichtig. Aber das Wichtigste ist, dass es der Gemeinde, dem Werk immer um Bekehrung gehen muss. Da müssen wir immer alles drauf abklopfen. Ist es klar, dass durch unseren Dienst Menschen, die nicht bei Jesus sind, den Bekehrungsruf hören? Ja oder nein? Das ist unsere primäre Aufgabe. Probiert es selber aus. Wenn ihr bisher noch nicht Menschen zum lebendigen Glauben eingeladen habt, wenn ihr Menschen noch nicht zur Bekehrung aufgerufen habt, fangt damit an, aber ich garantiere euch eins, dann gibt es auf die Schienbeine. Dann wächst der Widerstand. Kannst heute alles machen. Du kannst sagen, ich habe 20 Jahre als Mann gelebt, jetzt möchte ich 20 Jahre als Frau leben. Kein Problem. Sage ich, trenne mich jetzt 8. Mal von meiner Ehefrau, heirate 9. Mal. Kein Problem. Alles keine Schwierigkeit, da kriegst du keine Ächtung. Aber ruf Menschen dazu auf, dass sie den Herrschaftswechsel vornehmen, von dem Verlorensein zum Gerettetsein. Dann wirst du merken, was Macht des Widersachers ist. Dann gibt es Widerstände, und zwar brutal und ganz häufig aus der Kirche heraus. Du liebe Zeit, was meint ihr, was passiert, wenn wir, ich spreche jetzt mal so von den gläubigen Pastoren, bei unseren Arbeitskollegen mit diesem Thema kommen? Da werden wir für bekloppt erklärt, da wird gegen uns demonstriert,
das wird verneint. Es sind Zustände in der evangelischen Kirche in Deutschland, die sind schlimmer, als die meisten Leute sich das vorstellen können. Katastrophe. Dass wirklich alles, was mit Jesus zu tun hat, weggeleugnet wird. Und erst recht, wenn Leute zur Bekehrung aufrufen. Aber es ist eben geistlicher Kampf, das müssen wir wissen. Da müssen wir wissen, da stehen wir drin. Und wenn ihr das erlebt, seid getrost, der Heiland Jesus Christus wird es euch reichlich vergelten in der Ewigkeit. Nur wenn ihr das nicht erlebt, bitte, dann dürft ihr auch eins wissen. Dann habt ihr die Handbremse noch nicht richtig losgemacht. Wenn du klar für Jesus eintrittst, dann gibt es richtig, richtig, richtig auf die Schienbeine. Hinten sitzt der Lutz Schäufler, der wird morgen Abend hier einen Liederabend machen und auch ein Seminar. Müsst ihr mal fragen, der hat ja nun in der Sächsischen Landeskirche richtig für Jesus geworben. Und was dem in der Kirche passiert ist, dem hätten sie ein paar Orden umhängen müssen in der Kirche für das, was er geleistet hat. Was ist passiert? Rausgeschmissen haben sie ihn. Für klare Jesusverkündigung. Aber noch wichtiger ist, dass wir selber in uns schlagen und sehen, wo ist denn der Fehler? Wo bin ich denn abgewichen? Wo bin ich ungehorsam? Wo habe ich der Sünde Raum gegeben, obwohl ich wusste, dass das nicht in Ordnung ist? Und da müssen wir schauen, dass es da immer wieder zu Brüchen kommt, dass wir immer wieder zurückkehren zu Jesus, aber uns eben auch abwenden von der Sünde. Und da bringt es nichts, ich sage das ganz deutlich, wenn wir anfangen, selber zu kämpfen. Ob das nun eine sexuelle Gier ist, eine finanzielle Gier ist, der Habsucht. Wenn wir selber anfangen, legen wir uns mit dem Teufel an, können wir nie gewinnen. Wir brauchen dazu Jesus. Dann musst du dein Navigationssystem umprogrammieren. Und das können wir natürlich nicht bei uns machen. Wenn wir sexsüchtig sind, wenn die Männer das Problem haben, abends, wenn die Frau im Bett liegt, nicht, und da wird nochmal geguckt hier bei YouPorn und weiß der Kuckuck, wie der ganze Dreck heißt, nicht, oder wenn da so eine Frau unversöhnlich ist, was immer dein Problem ist, da bringt es nichts, selber zu kämpfen. Da musst du auf die Knie die Schuld bekennen und Jesus bitten um Umprogrammierung, dass er sagt, dass du sagst, hier, ich bring dir meinen verdorbenen alten Adam, bitte gib mir deinen Geist, dass er mich umprogrammiert, dass ich Menschen sehe mit deinen Augen, dass ich handeln kann, wie du das möchtest und nicht nach meinem eigenen Fleisch. Das ist ein Kampf, den wir verlieren, wenn wir ihn selber kämpfen. Dazu brauchen wir Jesus. Deshalb, wir müssen uns abwenden von der Schuld und müssen uns zuwenden dem lebendigen Gott. Und diese Buße funktioniert nur eben über die Zuwendung von Jesus Christus.